Ja, vielleicht muss ich kurz erklären, wie das so geht, Körning. Ja, man fängt erstmal an, durch ein paar vorgefertigte Texte zu gehen mit einer Schrift. Und dann gibt es Texte, Kombination der Versalien, Kombination Versal-Kleinbuchstaben und Kombination Kleinbuchstaben und dann noch so länderspezifische Probleme. Und da benutzt man am Anfang immer dann so klassenbasierte Unterscheidung. Das heißt, dass mein Ö genau die gleiche Körningwerte kriegt wie das O. Das ist nicht immer gut, weil ja, wenn da irgendwie Akzenten draufstehen, dann, ne, man kann sich vorstellen, T mit een Ö muss doch ein bisschen weiter weg als een T mit een O. Wird dann also im nächsten Schritt wieder repariert. Dann ist es noch so, dass mit diesen klassenbasierten Unterschneidungen kriegt man wahnsinnig viele Paare. Alle Akzentbuchstaben mit Akzentbuchstaben und so weiter wird alles unterschnitten. Früher habe ich dann alle Paare von doppelten Akzenten einfach rausgeknallt, weil ich gedacht habe, keine einzige Sprache benutzt das. Bis ich dann, glaube ich, vor 8 oder 9 Jahren mal in Finnland war und da wirklich überall Wörter mit 2 Akzentbuchstaben nebeneinander gesehen habe. Und ich dachte, oh je, das kann ich nicht einfach so wegschmeißen. Wird doch ab und an gebraucht. Und da habe ich mich entschieden, Sprachen zu untersuchen. Habe dann ja, schrecklich viele Sprachen gesammelt. Ganz alle europäische Sprachen. Einige kyrillische Sprachen, Griechisch und so weiter, alle analysiert und herausgefunden, welche Buchstabenpaare am meisten benutzt werden, wie häufig und natürlich auch welche Buchstaben benutzt werden und wie häufig. Die Untersuchungen sind noch nicht ganz abgeschlossen. Ich bin noch irgendwie noch dabei, Triplets zu untersuchen. Ne? Das sind Kombinationen aus 3 Buchstaben, weil die manchmal wieder eigene Probleme haben. Und ja, also jetzt habe ich riesen Databases mit meistverwendete Buchstabenpaaren per Sprache. Das ist wahnsinnig interessant, was daraus gekommen ist. Festgestellt, dass jede Sprache irgendwie 3.000, 4.000, 5.000 unterschiedliche Paare benutzt. Und wenn man dann ein Buchstabenpaar anders betrachtet, dass man sagt, die Raum zwischen 2 Buchstaben ist wieder eine eigene Form, eine eigene Glyph, kann man gleich feststellen, dass es dann eigentlich in einer Sprache viel mehr Glyphen gibt als 26. Jede Sprache wird mit 26 Buchstaben gemacht, aber man liest ja nicht die einzelnen Buchstaben. Wenn man gut lesen kann, liest man genauso gut die Zwischenräume. Und es gibt also in Zwischenräumen einen viel größeren Formenreichtum als an Buchstaben. Und das macht Sprache auch ja, lesbar. Und ich habe dann auch noch so ein schönes Bild, wo dann die 10 meistverwendete Buchstabenpaare von die 8 Sprachen oder so verglichen werden als eigene Glyphenformen. Und dann sieht man wirklich, dass jede Sprache seine eigene komische Zwischenformen hat. Also zum Beispiel Ungarisch hat GY, wird wahnsinnig viel benutzt, mit so einem G mit Unterlänge und Y mit Unterlänge. Das ist wirklich eine ganz bizarre Zwischenform, die sehr typisch für Ungarisch ist. Und das ist natürlich auch der Grund, weshalb eine bestimmte Schrift für eine Sprache sehr gut funktionieren kann und für die nächste nicht, weil da vielleicht bestimmte Zwischenräume nicht gut gestaltet sind oder nicht gut ausgeglichen oder Buchstaben zusammenklatschen. Also G und Y ist natürlich ein Kandidat für zusammenklatschen. Ja, Tageszeitungen haben sehr häufig eigene Systeme, sehr komplexe, große Systeme, die dann einen relativ niedrigen Limit an die Menge der Unterscheidungspaare stellen. Also das heißt, man kann dann pro Schrift vielleicht 500 oder 700 Unterscheidungspaare benutzen und mehr nicht. Und gut, ist natürlich zu verstehen, warum, weil wenn da jetzt 2000 Körningpaare in einem Schriftschnitt sind oder 3000, was doch üblich ist bei vielen Schriften, dann muss das ganze System viel mehr rechnen und kann sein, dass dann die Zeitung nicht in 1 Stunde, sondern in 1 Stunde und 10 Minuten rauskommt und das ist dann natürlich schon ein Desaster. Ich habe das zum ersten Mal bei Folha de São Paulo gesehen in Brasil, die hatten ein Herresystem, was von vielen Zeitungen benutzt wird und da gab es dann so ein Limit von 700 Unterscheidungspaaren. Das war wirklich beeindruckend. Also so ein Stapel Papier in 1 Stunde, das waren glaube ich 4 Zeitungen gleichzeitig, was dann alles automatisch zusammengeschossen wird und alles ausgerichtet wird und alle Zeilen werden irgendwie auf Länge gebracht. Bizar. Alle Bilder werden reingeflogen und das ist ja beeindruckend. Und da hatte ich dann auch das Problem, wenn man Unterscheidungstabellen macht mit klassenbasierten Unterscheidungen, hat man immer viel mehr als 700. Und da habe ich das zum ersten Mal benutzt, gefragt, schickt mir doch mal ein bisschen Portugiesisch und das dann analysiert und
dann einfach alle Paare, die in Portugiesisch vorkommen, angeguckt und da unterschnitten worden und endlich waren. Und da habe ich es nicht mal geschafft, bis zu 700 zu kommen. Also ich habe dann damit wirklich eine sehr effiziente Unterschneidungstabelle für spezifische Sprachen gemacht. Und mittlerweile funktioniert es so, dass ich, weil Fonds natürlich sehr groß sind mittlerweile, wenn man da Osteuropäisch dazu hat, Griechisch, Kyrillisch, und man hat brav seine Klassen gemacht und Class-Based Kerning. Wenn man das dann expandiert in eine flache Kerning-Tabelle, können das locker 30.000 Unterscheidungspaare werden oder noch viel mehr. Und vor allem bei osteuropäischen Schriften ist das ein Problem, weil da sehr viele Akzentbuchstaben drin vorkommen. Und wenn man da alles drin lässt, was so aus den klassenbasierten Kerning rauskommt, hat man immer noch 6.000 Kerning-Paare. Und damit können dann schon sehr viele Softwarepakete nicht umgehen. Entweder wird da abgeschnitten, dass nur ein Teil benutzt wird, oder es geht gar nicht, oder da gibt es großen Stress. Quark 3 geht dann voll in die Knie, stürzt ab. Ja, und jetzt kann ich also mit die Software dann zo'n expandierte Kerning-Tabelle, was dann tausende von Kerning-Paaren sind, kann ich filtrieren, dass ich sage, ich möchte nur die wichtigste Kerning-Paaren für die drei baltische Staaten und für Rumänien haben. Und dann auch noch eine Grenze setzen, es müssen irgendwie nur 1000 oder nur 2000 sein und dann werden einfach die weniger wichtigen, die weniger benutzte Paare werden fliegen raus und Paare, die viel vorkommen, bleiben drin. Ein anderes Thema, worüber ich geredet habe, ist die, habe ich vor, glaube ich, 3 Jahren zum ersten Mal vorgestellt, zweieinhalb Jahre in Griechenland, war eine eher wissenschaftliche Fondkonferenz. Das ist die anisotrope topologie abhängige Interpolationstheorie. ich hatte schon in 87 eine Interpolationstheorie gemacht, vielleicht schon mal von gehört, mit so einer Kurve und Formeln dazu. Und nach ein paar Jahren dann festgestellt, dass es eigentlich nur für die X-Richtung funktioniert, weil man in die X-Richtung das alles machen kann. Da gibt es keine Limit, man kann so breit gehen, wie man möchte. Aber in die Y-Richtung, von oben nach unten, funktioniert das nicht, weil ich in einer sehr fette Schrift die drei Balken vom E nicht dicker machen kann als ein Drittel der Buchstaben. Aber die zwei horizontale Balken im C kann ich dicker machen. Ne? Die müssen kleiner bleiben als die Hälfte. Und die eine Balken in einem Buchstaben U, die eine horizontale Balken, die kann noch dicker werden. Die kann fast bis zu 100% werden. Und in een euro, waar die 4 strietjes in, is de limiet nog slimmer. Die kunnen niet dikker worden als 1/4 der Höhe. Während man in de horizontale richting wirklich unendlich veel breiter gehen kan. En dan, ik had dat ook festgesteld, als ik aan die TATS 2 gearbeitet heb, waar ik dan een zeer dunne en een zeer dikke schrift gemacht heb. En dan, erst nach een jaar, blöderweise festgesteld heb, die schnitten in de midden sehen irgendwie schlechter aus. Die zijn niet meer zo goed wie die oorspronkelijk waren. Und dann einfach, weil der Kontrast da nicht mehr gestimmt hat. Wenn man nämlich in so einem Blackschnitt im Euro die Striche 1/4 hat und die horizontalen Striche sind 1/4 der Höhe oder unter 1/4, die vertikale ist aber richtig dick, dann wird das in so einem Mittelschnitt, der interpoliert ist zwischen Light und Black, wird auch der Kontrast relativ hoch sein, auf jeden Fall höher als bei einem U, wo man dann in Black auch die horizontale Striche dicker macht als im Eurozeichen. Und diese Kontrastunterschiede waren nicht richtig für den leichteren Schnitt. Es ist da dann noch zu viel aufgetaucht. Praktische Lösung war dann, um dann nochmal einen extra Punkt in der Mitte rauszunehmen und die so wieder zu gestalten, dass der Kontrast gestimmt hat. Und dann einmal von Light zu Halbfett zu interpolieren, dann von Halbfett zu Black. Später habe ich dann sogar 2 Zwischenpunkte genommen, weil ich da an die Unterseite noch extra Schnitte gemacht habe. Anyway, diese anisotrope topologie abhängige Interpolationstheorie besagt, dass man für die vertikale Striche so eine Kurve hat und dann für die horizontale Striche je nach Topologie, also je nach wie viele horizontale Striche es gibt, eine Kurve, die zwar erst nach oben geht, aber dann einen bestimmten Punkt, einen Umschlagpunkt hat, dann muss er langsamer wachsen und irgendwann kann er nicht weiter wachsen. Ja, da kann er nicht dicker werden als 1/4 oder nicht dicker als 1/3 oder nicht dicker als 1/2. Und ja, das ist auch etwas Neues.
is allerdings alles niet in, in, ich habe nur für die verticale Striche eine Formel, für die anderen nicht. Weil es auch nicht so viel Sinn macht, das in ein Computer-Schriftsystem zu implementieren, weil es da praktische Probleme gibt. Häufig hat ein Black eine höhere X-Höhe als ein Leitschnitt, weil er sonst zu klein aussehen würde. Und wenn man dann in die vertikale Richtung unterschiedlich interpolieren würde für ein O und für ein, was auch immer, ein L, dann wird auch bei das O die X-Höhe anders sein als bei das L in die Zwischenschnitte. Und das ist ja sehr lästig zu umgehen. Natürlich kann man sich da auch ein Modell ausdenken, wo dann die X-Höhe festhängt und dann nur nach unten wachsen darf. Aber solche Schriftmodelle gibt es noch nicht. Wird es sicherlich irgendwann geben. Vielleicht auch sogar in Fontlab. Aber ja, es ist nicht so wichtig, weil letztendlich muss man es immer aufs Auge gestalten. Und es ist mindestens so einfach, einen Zwischenschnitt nochmal gut anzugucken und zu kontrollieren und zu verbessern, als da so ein komplizierten mathematischen System dahinter zu hängen. Ja, das, irgendwann steigt man nicht mehr durch. Wenn so ein Zwischenschnitt gestalten, das ist dann hier Hand- und Augenarbeit, das ist eigentlich viel praktischer. Aber die Einsichten sind natürlich schon interessant für Schriftgestalter auch, dass man weiß, dass es nicht geht, nur zwischen super dick und super dünn interpolieren und warum nicht. Und ja, ich sage häufig, mein Lieblingsfont ist, Punten mit den extra langen Serifen. Das ist so ein Schrift, wo die Serifen wirklich quer um die Buchstaben herum gehen. Und, ich sage auch Vergleich immer dahinter, ich bin aber der Einzige, der das toll findet, weil der wurde noch nie verkauft. Und ansonsten ist natürlich auch die Lieblingsschrift, wo ich gerade daran arbeite. Das ist die Flores Newspaper, die ich für Le Monde entwickelt habe und wo ich jetzt immer noch dran weiterarbeite. Da mache ich Varianten mit unterschiedlichen X-Höhen und Ober- und Unterlängen und Breiten und Dicken und so. Und das ist eigentlich da, wo ich jetzt dran arbeite, ist eigentlich immer meine Favoritenschrift. Ah, na, stimmt nicht ganz. Ich arbeite nämlich auch noch an, an extrem schmale und extrem dünne Thesis-Varianten. Das sind auch für einen Auftrag, irgendein Magazine in den Staaten wollten das haben. Vor 2 Jahren habe ich gesagt, okay, 3 Monate, aber ich habe es immer noch nicht fertig. Weil ich da, das ist wirklich so lästig, diese super schmale und super dünne Schnitte. Ja, dann hat man die Beschränkungen des Grids, ja, immer 1000 Units. Und auch die Proportionen müssen sich ändern bei solchen schmalen und dünnen Schriften. Und da ist noch vieles, was nicht stimmt und was noch nicht fertig ist. Und das ist dann auch sehr viel Handarbeit, um das dann aufzuräumen. Ein super dünner Schnitt, kursiv, schrecklich viel Handarbeit, weil die Strichstärken dann nicht stimmen. Ja, in Versaalbuchstabe E, die Anschlusspunkte von den horizontalen Strich auf den schrägen, das Grid ist zu grob, um die Anschlusspunkte richtig zu machen. Und da muss man dann vom Hand noch mal extra Punkte einsetzen, um dann die Strichstärke richtig zu machen. Und das ist lästige Arbeit. Ja. Und da, manchmal fluche ich dann auch ein bisschen dabei.